Ganz besonders möchte ich Wolfram Elsner danken und herzlich willkommen hier bei uns im Lande, jetzt sage ich mal Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich, dass du zu uns sprichst. Ja, Paul, danke und danke an alle Organisatoren und sowohl in Paderborn wie in Bielefeld. Und ich grüße alle, die ich kenne, würde man jetzt normalerweise sagen. Das sind hier in der Teilnehmerliste so ungefähr 8, 9 Leute, die ich noch von früher kenne. Ich bin ja ein NRW-Mensch, Kölner. Und dann hat es mich nach Bielefeld verschlagen, in die Provinz. Und meine Frau kommt aus Paderborn. Also alles irgendwie sozusagen heimelig für mich. So, jetzt gebe ich mal meinen Bildschirm frei. Also, Thema ist bekannt. So, das wäre jetzt erstmal mein Bauchladen nach dem, was alles in den E-Mails mir genannt worden war von euch. Und da habe ich dann gedacht, so, ich hoffe, ihr habt euch sozusagen bis zum nächsten Wochenende freigenommen und dann schaffen wir das auch da durchzugehen. Also, wir müssen jetzt gleich mal selektieren. Ich schlage vor, seht ihr meinen Pfeil, ja? Den könnt ihr sehen, ne? Dass ich kurz auf diese Frage hier eingehe, warum rede ich eigentlich so selbstbewusst und frech von China Nummer 1? Ja, so, dann springe ich und sage mal hier Corona, das aktuelle Thema, was jetzt auch ja, Hauptgegenstand meines Buches ist, das bei Papirossa in Köln im März rauskommt. Sage ich dann auch zu, was euch da erwartet und was ihr da sozusagen im Einzelnen nachlesen könnt. Denn hier kann ich ja alles nur sozusagen antippen heute. Und dann würde ich noch mal springen, wenn es euch recht ist, in die Frage Alltagsverhalten und Sozialkreditpunkte. Ja? Und wenn wir dann noch Zeit und Lust haben, springen wir nochmal in die neuen Seidenstraßen, neuer Hegemon, Imperialismus, neue Globalisierung und oder in die Frage, was ist es denn eigentlich, was ist das eigentlich für ein System? Ja, und dann würde ich zwei Folien haben mit so einer Kriterienliste. Weil diese Debatte läuft ja seit längerem und da gab es den Lukas Zeise, dessen Namen ihr vielleicht kennt, der in der OZ dann im Dezember gesagt hat, ja, nee, mit Sozialismus hat das in China ja alles nichts zu tun, das ist irgendwie ganz normaler Kapitalismus. Ja. Da gab es eine riesen Resonanz darauf, unter anderem habe ich mich dann auch mal hingesetzt und mal der OZ einen Leserbrief geschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gemacht habe, jedenfalls war das mal ein Leserbrief, haben sie auch zur Hälfte dann abgedruckt, dann kamen so viele Fragen darauf hin, dass ich dann einen Text draus gemacht habe, Crash-Test-Liste. Was ist das eigentlich? Ich habe aber auch in dem Buch, um das hier im Hintergrund steht, ja auch mehrere Kapitel zu der Frage und teste das alles ab, so mehr oder weniger. Ne? So, dann würde ich nämlich jetzt erstmal sagen, warum bin ich so frech zu sagen, China ist die Nummer 1. Jetzt erstmal rein formal gilt das tatsächlich seit 2016. Da ist nämlich bei dem extensiven Sozialprodukt, also die Masse des Sozialprodukts in Währung, also in Dollar meinetwegen, gezählt, ist China seit 2016 tatsächlich das Land mit dem größten Sozialprodukt, ja, oder BIP, Bruttoinlandsprodukt oder Sozialprodukt oder Wirtschaftsleistung, wie immer ihr das wollt. Die Dinger sind alle sozusagen mehr oder weniger identisch und nur in kleinen Feinheiten unterscheiden die sich. So, was heißt KKP? Das heißt jetzt Kaufkraftparitäten. Wie geht das? Da wird um das Sozialprodukt von China und das Sozialprodukt der Nummer 2 USA miteinander zu vergleichen, wird dann ein sogenannter Warenkorb gemacht. Ja? Das könnte jetzt der Warenkorb der USA sein, der als gemeinsamer zugrunde gelegt wird und für die USA und für China gilt. Oder der Warenkorb von China gilt dann für China und USA oder irgendein beliebiger Dritter. Ja, eine Mischung davon oder was ganz anderes, ein Weltdurchschnittswarenkorb, wie auch immer. Jedenfalls daran könnte man die beiden Sozialprodukte vergleichen und ermitteln, wie viel sich die Menschen für dieses Sozialprodukt kaufen können. Ja,
Und in diesen Kaufkraftparitäten ist China eben sozusagen seit 2016 die Nummer eins. Das heißt, für das, was die an Dollar sozusagen alle zusammen verdienen, können sie sich mehr kaufen als beispielsweise die Bevölkerung der USA. Ja? Anders ist das jetzt zum Beispiel bei dem Sozialprodukt in einfachen Währungsparitäten oder wenn ihr das in der Statistik oder in einem Zeitungsartikel oder Zeitschriftenartikel lest, dann heißt das dann nominal. Ja? Da wird jetzt einfach das Sozialprodukt von China genommen und von USA und da wird dann sozusagen alles in Dollar umgerechnet, entsprechend den Währungsrat, also den Umtauschraten oder Währungsrelationen und dann hat man das. Ne? So, da wurde bis vor Corona gesagt, ja, spätestens 2030, ja, ist da auch China die Nummer eins. So, jetzt ist Corona dazwischen gekommen. Ihr wisst, was das für die USA bedeutet hat. Ihr wisst, wie China das angegangen hat und gemeistert hat. Das hat jetzt natürlich in diese gesamte Umstrukturierung der Welt nochmal einen enormen Schub reingebracht. Ja, also nach neuesten Prognosen Internationaler Währungsfonds, Weltbank, IWF, WB, ja, beschleunigt ist der Prozess durch Corona beschleunigt und wird etwa Mitte dieses Jahrzehnts China auch in normalen Währungsparitäten das größte Sozialprodukt haben. Jetzt gibt es diese Standard Chartered Bank in England, die immer gerne so Langfristprognosen macht und die 2019 vor Corona für 2030 eine Prognose abgegeben hat. Danach wäre das chinesische Sozialprodukt 64 Billionen Dollar, dann käme Indien 46 Billionen Dollar und USA dann nur noch weniger als die Hälfte des chinesischen Sozialprodukts. Ja. So oder so, dieses Jahrzehnt, in dem wir jetzt sind, mit dem wir jetzt begonnen haben, oder weiß ich gar nicht, haben wir letztes Jahr damit begonnen oder beginnen wir mit 21 mit diesem Jahrzehnt? Egal. Jedenfalls, in dem wir jetzt auf jeden Fall sind, ist das Jahr der Zeitenwende. Ja, ein Jahr der massiven global strukturellen Änderung. Ja, in allen Hinsichten, die wir uns vorstellen können. Und das ist ja so ein bisschen Teil auch meines Bauchladenthemas heute. So, und genau das ist der Gegenstand von dem Papirossa-Buch, was ich habe. Das heißt nämlich genau die Zeitenwende mit Untertitel China, USA und Europa in Anführungszeichen nach Corona. Denn es ist ja für uns ja noch lange nicht nach Corona. Wir sind ja noch mittendrin. Und ob wir überhaupt da jemals rauskommen, weiß man ja auch nicht. So, zu Corona und diesem Schätzchen vom Virus sage ich dann hinterher auch noch was. Ganz anders ist die Sache jetzt natürlich beim Sozialprodukt pro Kopf, ja, sorry, BIP pro Einwohner. Ne? In 2020 ist China da gerade mal auf 11.000 Dollar gekommen, ja, pro Kopf. Das ist jetzt im Rang der internationalen Rang der Länder, Rang 59. Ja. Also gerade von unten her, ne, vor wenigen Jahrzehnten ja noch eines der ärmsten Entwicklungsländer überhaupt, ja, ausgepresst durch 150 Jahre Kolonialismus, da niedergemacht, niedergemetzelt auch, drogenabhängig gemacht in Millionen Leuten und so weiter und so weiter. Also aus dem Nichts kommend sozusagen frisch vor 2-3 Jahren in die Gruppe der Länder mit mittlerem Einkommen, wie das dann bei der Weltbank heißt. Ne? So, jetzt habe ich noch so ein bisschen Daten rumrecherchiert. Bloomberg, den Namen kennt ihr, ist so eine Wirtschaftsinformationsauskunftei oder was immer, Wirtschaftsinformationsdienst in New York. Und die haben die Daten des Internationalen Währungsfonds nochmal nachgerechnet und ausgewertet. Und die haben also eine nette Schlagzeile gebracht. Zwischen 2000 und 2025 wird China im Pro-Kopf-Einkommen 56 Länder übersprungen haben. Ja, das ist eine Nummer. Ne? Also das hat sogar mich jetzt irgendwie überrascht. Heißt aber nur im Rückschluss, dass sie 2000 noch ziemlich weit unten waren. Ja?
Und dass, wenn wir jetzt gucken, ich gucke sozusagen, analysiere die 2010er Jahre und sehe da jetzt noch Riesenschübe. Aber wenn ich jetzt bis zurückgehen würde auf 2000, dann würde ich hier so eine Nummer sehen. Ja, 56 Ränge übersprungen. Wobei ich hier sagen muss, in Kaufkraftparitäten haben die das gemessen. Ne? Also das ist jetzt nochmal die erste Variante, die ich eben erzählt habe. So, jetzt kommt es mir aber auf die Grenzen all dieser Zahlen an und überhaupt dieser quantitativen Betrachtung. Will überhaupt China eine Nummer eins jemals werden im Pro-Kopf-Einkommen? Oder wird es das werden? Nein, weil bis das soweit ist, in den 30er, 40er Jahren, 50er meinetwegen, ja, werden wir hoffentlich so weit sein wie die chinesische Regierung und die ganze öffentliche Debatte in China, nämlich, dass es darauf gar nicht mehr ankommt. Ja? Hintergrund dafür, dass das in China ein Riesenthema ist, ist der Konfuzianismus, ja? Neokonfuzianismus. Der kommt wieder stärker sozusagen im Alltagsverhalten hoch und bedeutet, uns kommt es auf ganz andere Dinge an. Ja? Und das sage nicht nur ich, das sagen auch Leute, die nicht aus China kommen, sondern singapurianische Politikwissenschaftler. Parag Khanna könnt ihr euch mal angucken, das Buch. Der hat viele Bücher geschrieben, Politikwissenschaftler aus Singapur. Unsere asiatische Zukunft. Ja, und sagt, das betrifft uns ja alle irgendwie in Südostasien. Wir denken genauso wie die Chinesen in der Beziehung. Daoismus, Konfuzianismus, chinesischer Buddhismus, das ist ja alles unsere eigene Tradition auch. Und die Koreaner denken so und so weiter und so weiter. Ne? Und dann stellt der die Frage, wird der Westen uns jemals verstehen? Ja, auch interessant. So, also. Es wird sich sozusagen diese ganze Frage Sozialprodukt und Sozialprodukt pro Kopf und das alles messen, wird sich auflösen als Thema. Ja? Wir werden nicht mehr diesen Wachstumsfetischismus haben bis dahin. Wir werden wahrscheinlich die Länder gar nicht mehr in Zukunft vergleichen an ihren dämlichen Sozialproduktswachstumsraten, ja? Wo also alles Mögliche reingeschmissen wird, nur weil es einen Marktpreis hat. Ja? Auch wenn es gegenseitige Aktivitäten sind, die sich gegenseitig im Effekt aufheben, trotzdem addieren wir die ja in der sogenannten marktwirtschaftlichen Theorie dann zusammen zu einem Sozialprodukt, ja, was ja lächerlich und teilweise kriminell ist. Bis 2049 sagen jetzt, das ist dann die 100 Jahre Volksrepublik China, ja, 1949 gegründet, wollen sie ein wohlhabendes, blühendes Land sein. Ja, so bis 2021, dieses Jahr im Sommer, 100 Jahre KP China, ja, dieses 1921 gegründet worden, ein bescheiden wohlhabendes Land. Das sind so ein bisschen die Formeln, ja, übersetzt ins Deutsche. Man weiß halt nie, ob die Leute das dann richtig übersetzen oder angemessen übersetzen, weil das im Chinesischen ja viel mehr transportiert, diese Bilder und Begrifflichkeiten. Das ist für die natürlich sehr viel, steckt da sehr viel mehr drin, als wenn wir das so in so kleine deutsche sachliche Formeln übersetzen. Ne? Aber erstmal sozusagen, warum ist eigentlich heute China die wirkliche Nummer eins? Und da entwickle ich in beiden Büchern, in dem, was euch da jetzt vielleicht vorliegt, was ihr schon mal in der Hand gehabt habt, vielleicht oder vielleicht schon mal reingelesen habt, und in dem, was jetzt im März kommt, die qualitative Hebelung eines relativ niedrigen Sozialprodukts pro Kopf in alle möglichen Entwicklungsbereiche. Ja? Technologie weiß jeder, in die Ökologie, das weiß kaum noch jemand bisher, obwohl es auch langsam rumspricht, in soziale Mobilisierung, in Wissenschaft und so weiter und so weiter, in die Infrastruktur. Dieser Hebelungseffekt ist so unendlich viel größer in China im Moment als in jedem entwickelten kapitalistischen Land, dass alle Experten, ja, also auch alle möglichen neutralen Leute, ja, ich muss ja auch immer sagen, ich komme ja auch von einer ganz anderen Ecke und bin jetzt auch nicht ein klassischer China-Fan gewesen, ja. Ich bin inzwischen so eine Art China-Fan, da geht es mir aber nicht alleine so. Leute, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, wie diese McKinsey-Leute, ja, zum Beispiel, oder viele andere, finden sich in der gleichen sozusagen emotionalen Erstauntsein, ja, und in diesem Boah, ne, und was ist denn da los, ja. Diese Hebelung, dieser Hebelungsfaktor ist riesig und den kriegt eben sogar, kriegen die entwickelten kapitalistischen Länder nicht hin, weshalb McKinsey und Elsner und einige andere sagen,
Alle Faktoren, da kannst du hingucken, wo du willst, sprechen dafür, dass China mit großem Abstand in jeder Hinsicht die Dynamik in der Welt bestimmen wird. Ja? Technologie, Ökologie, soziale Mobilisierung und so weiter. Ne? So, das eigentlich ist für mich der qualitative Aspekt, warum ich sage und selbstbewusst und frech und offensiv sage, China ist die Nummer eins. Sorry. So. Und dann kommt jetzt nochmal der andere Gedanke, das Aber 2, nicht mehr in Zukunft wird das Ganze nicht mehr, auch in, gerade in China, nicht mehr im Sozialprodukt pro Kopf gemessen, sondern die sind jetzt schon dabei, jährlich den Human Development Index, also den UN-Index der menschlichen Entwicklungsbereiche, parallel zum Sozialprodukt zu stellen. Ja? Das ist wahrscheinlich auch die Zukunft und das wird, wenn das alle Länder machen würden, dann sähe so eine internationale Rangliste dann sehr schnell sehr anders aus als die Sozialproduktsliste. So, der chinesische Traum ist dann, das alles mit dem Sozialprodukt und dem Materiellen dann doch zu relativieren. Ja, man will bescheiden wohlhabend oder dann auch wohlhabend blühend sein, whatever. Aber es sogar sowas wie Glück. Ja, Glück kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Also man liest ein Parteidokument oder ein Regierungsdokument in der kommunistischen Partei und da taucht plötzlich Glück auf. Ja, wir wollen Glück, ja, oder der Xi sagt eben auf dem Parteitag da 2017, wir wollen kein Modell des exzessiven Konsums, ja, und so weiter. So, ich lasse es mal bei den Provokationen stehen. Genau das ist ja jetzt auch das Thema, das Wendejahr 2020, das Jahr, in dem für Millionen Menschen auf der Welt völlig überraschend plötzlich der entwickelte Kapitalismus hochgradig schwach und unorganisiert und unfähig erschien und wackelnd. Ja? Der Elefant da drüben über den Teich, ja, ist wie ein angeschossener Elefant eben. Ja? Also, und zwar nicht nur unter Trump, das wird mit Biden ja auch sich nicht ändern. Ja? Das schreibe ich auch. Ich gehe tief rein in die amerikanische Gesellschaft und Wirtschaft und Infrastruktur und bin ja eigentlich auch Zeit meines Lebens beruflich ein Ami gewesen, weil ich die meiste Zeit eigentlich da drüben gelehrt habe, die meiste Zeit natürlich hier, meinen ordentlichen Beruf weiter nachgegangen bin, aber dann, wenn ich im Ausland war, die meisten Netzwerke eben in die USA ging und da in einer ganzen Reihe von Unis da gelehrt habe auch und mich aufgehalten habe. Insofern ist mir dieses Land ja sehr, sehr vertraut. So, und jetzt kommt eben diese massive Zeitenwende, die eigentlich alles andere als überraschend ist, wenn man sich die Länder anguckt, ja, aber eben doch in 2020 sich Millionen Menschen sozusagen bildlich gesprochen die Augen gerieben haben und gesagt, was denn das, ja, wie kann denn es sein, dass China plötzlich Tausende von Tonnen Gesundheitsmaterial in die Welt schickt in 20, 30, 40 Länder, ja, das war doch ein Entwicklungsland, ne? Wie kann denn das sein, dass die Amis das nicht in den Griff kriegen und so weiter? Naja, gut, also mal eben kurz durch das Thema Corona. Und es sind ja, wie alle Themen, die ich behandle hier, sind das ja nur Aspekte, die ich euch jetzt sozusagen vor die Füße schmeiße. Also Hintergrund ist die SARS-Epidemie 2002, 2003, die auch am stärksten in China gewütet hat. Und da hat sich ja das Coronavirus zum ersten Mal gezeigt. SARS sind die Gruppe der Coronaviren. Ne? Seitdem war die chinesische biomedizinische und epidemiologische und virologische Forschung nachhaltig mobilisiert, zusammen mit der WHO, weil mehr oder weniger klar wurde, es kommt zu einem Rüstungswettlauf zwischen Viren, also insbesondere jetzt die Coronaviren, einerseits und unserer Fähigkeit, die Genome zu sequenzieren, die Diffusionswege, die Mortalitätsraten, die Impfstoffe zu entwickeln und so weiter. Ja, also Rüstungswettlauf zwischen Viren und uns. Ja, war seitdem der Wissenschaft total klar. Die WHO hat daraufhin beschlossen,
damals, dass es für alle Länder notwendig ist, Bestände an Sicherheitsausrüstung, Masken, Sicherheitsanzüge, Beatmungsgeräte, alles in Sicherheitsbeständen aufzubauen und nationale, regionale, lokale und krankenhausweise Notfallpläne zu erarbeiten. Ja? Und am Ende, im Frühjahr letzten Jahr, sagt die WHO, wir stellen jetzt leider fest, China war offensichtlich das einzige Land, das diese Beschlüsse umgesetzt hat. Ja? Im neoliberalen Kapitalismus sah die Sache noch ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an eine Geschichte, die dann relativ schnell aus den Medien genommen wurde, aber im Herbst 2019 noch volle Kanne da war und hurra, ja super, Bertelsmann, ja, neoliberale Vordenker, der eigentlich hier in Deutschland ja regiert. Und sagte damals in der Studie, ich habe die extra nochmal nachgelesen, weil ich gedacht habe, haben die doch bestimmt nicht mehr im Netz stehen. Ja, die steht noch im Netz. Ja, es ist der Skandal. Es ist unglaublich. Man weiß nicht, ob man lachen oder schreien soll. Die sagen doch tatsächlich, wir brauchen nur die Hälfte aller Krankenhäuser. Ja? Jetzt stellt euch mal vor, Corona hätte uns noch 2 Jahre Zeit gegeben und Bertelsmann wäre sozusagen umgesetzt worden, wie sie damals alle sofort parat waren in der Regierung. Ja, stimmt, ne? Und so Zentren und die Lokalen, die Kleinen, alle weg, rentiert sich nicht und all der Scheiß. Was dann heute los wäre, wenn Corona dann gekommen wäre unter solchen Bedingungen, ja, dann wäre die Sache nämlich noch viel, viel schlimmer gewesen mit der Triagierung. So, der Punkt ist jetzt, internationale Virologieforschung war dann auch in China eben Fledermausforschung, weil die Fledermäuse die Hauptträger des Coronavirus sind. Und das war im Grunde genommen eine internationale Forschung, die massiv in China gemacht wurde, massiv unter WHO-Anleitung auch gemacht wurde. Und ab 2016, da gab es eine berühmte Studie veröffentlicht in The Lancet, das ist die amerikanische führende medizinische Zeitschrift, die dann sagt, es wird zu einer Pandemie kommen. Wir können jetzt nicht sagen, wann exakt, aber wir wissen, es kommt. Und zwar warum, woher konnten die das wissen? Die hatten festgestellt, dass dieses hinterhältige Coronavirus so eine genetische Breite in der Zwischenzeit entwickelt hatte, dass es so eine massive, schnelle Mutationsfähigkeit hat, dass es früher oder später irgendwo in unserem Körper sozusagen eine Andockstelle finden wird. Ja. Das ist dann auch hinterher, als dieses China-Bashing anfing letztes Jahr, haben dann auch eine Reihe von internationalen Ärzte, die in China waren, also beispielsweise dieser Paul-Robert Vogel in der Schweiz, der mehrere Wahnsinnsinterviews gegeben hat, die auch direkt 1 Million Klicks hatten, oder eben mehrere Ärzte aus den USA, die sich dann auch zu Wort gemeldet haben, die selber zum Beispiel in Wuhan im Krankenhaus waren, gesagt haben, das haben wir alles gewusst, ja. Und es steht auch auf den entsprechenden Website, diese GISAID-Website, der Virologen internationale Website, die auch für unser eins zugänglich ist. Da ist das alles schon sozusagen nachzulesen. Und man fragt sich im Nachhinein eigentlich, wieso ist das hier eigentlich nicht ansatzweise in die Politik eingeflossen. Ja. So, inzwischen weiß man Folgendes durch die Nachanalyse. Es ist ja so, dass man inzwischen weltweit alle Daten, lokalen Daten zusammengetragen hat und die Zeiten und auch die Fälle, die als Influenza mit atypischer Symptomatik damals alle bezeichnet worden sind, die hat man ja alle nachrecherchiert und nachanalysiert und festgestellt, es waren Corona-Fälle alles. Und da weiß man dann auch genau Tag und wann ist das wo passiert. Und insofern kannst du heute eine Netzwerkanalyse machen der Entstehung und der Ausbreitung des Coronavirus. Die Sache muss begonnen haben irgendwo in Hongkong, Shenzhen. Also Shenzhen ist die auf der chinesischen Seite die Nachbarstadt von Hongkong, das dynamische Zentrum schlechthin, hatte mit Wuhan gar nichts zu tun. Ja? Das war ja auch von Anfang an klar. Die Chinesen haben immer gesagt, kann ja nicht stimmen hier eure Geschichte, dass das der Seafood Market war, also dieser der Meeresfrüchtemarkt
in Wuhan. Ja, das war zu einfach, denn von den ersten 4 Toten hatte nur einer überhaupt entfernten Kontakt zu diesem Markt gehabt. Ja, also konnte das von Anfang an nicht stimmen. Also heute weiß man über internationale Nachstudien, dass dort der Ausgangspunkt war und dass das erstmal eine relativ harmlose Virusvariante war, die dann im Spätsommer 2019 über Herbst und Winter bis Weihnachten und so weiter 2019 dann es einmal rund um die Welt geschafft hat. Wir haben Nachweise für den Herbst in Singapur, in Norditalien. Ja, da sind in den Abwässern von Norditalien, sind norditalienische Städte, sind Coronaviren schon im Dezember 2019 nachgewiesen worden. Der Bürgermeister von Bergamo hat ein großes Interview hier der Wirtschaftswoche gegeben vor ein paar Monaten, sagt, ja, jetzt wissen wir, was es war. Wir haben da immer über Tote uns gewundert, die wir in unseren Krankenhäusern hatten, wo man gesagt wurde, ja, Influenza, aber so richtig Influenza kann es auch nicht sein. Aber jedenfalls wurde dann in den Totenschein Influenza geschrieben, ja, mit atypischer Symptomatik. In Frankreich wurde das nachrecherchiert, tausende von Fällen durch eine Londoner Uni. Ich habe das alles dokumentiert, natürlich in den Büchern, also haarklein könnt ihr das nachlesen. In Bayern ist es aufgetaucht, in USA, Hawaii. In USA ist es überhaupt erst dadurch aufgetaucht, dass ein japanisches Ehepaar, das im Januar 2020 Urlaub in Hawaii gemacht hat, zurückgekommen ist nach Japan und an Influenza erkrankt war. Ja? Und dann waren die da schwer krank. Und dann wurde gesehen, weil die Chinesen inzwischen in der Zwischenzeit so weit waren und die ersten Warnungen rausgegeben hatten schon, das ist Corona. Ne? Und dadurch kam dann erst in den USA, in Washington, überhaupt der Ball ins Rollen. Und dann gab es da eine Kongressanhörung. Und da hat dann dieser Robert Redfield, der Vorsitzende, der Direktor von der CDC, Center for Disease Control and Prevention, also deren Robert-Koch-Institut sozusagen, was aber 10-mal so groß ist, dann gesagt, ja, tut uns leid. Also tatsächlich, wir haben 4 Monate lang von September bis Dezember 2019 haben wir Tote gehabt und immer haben wir reingeschrieben, Influenza mit atypischer Symptomatik. Ich nenne das Analysefaulheit und oder Analyseunfähigkeit. Ja. So, und dann kommt Wuhan, nämlich eine viel gefährlichere Mutation, die plötzlich auftauchte. Das heißt, das, was wir jetzt mit den Mutationen Südafrika, Brasilien, England alles erleben, ist ja normal. Das überrascht ja keinen Virologen, keinen Epidemiologen, keinen wie mich Komplexitätsökonom, der über Netzwerk und Ausbreitung und Diffusionsprozesse auch gearbeitet hat. Überrascht ja nicht, ja, weil guckst du in die genetische Vielfalt, dann kannst du im Grunde genommen sagen, das wird eine Dynamik der Mutationen haben, die wir nicht möglicherweise nicht mehr in den Griff kriegen. So, es gab also eine erste größere Mutation, die das Ding sehr schnell, eine sehr viel höhere Mortalitätsrate bei Menschen gegeben hat. Ja? Und diese Bedingungen waren zufällig. Das hätte auch selber in Shenzhen oder Hongkong stattfinden können oder in irgendeinem anderen größeren Zentrum, hätte in Beijing stattfinden können oder in Rio de Janeiro oder so. Ja. Jedenfalls ist es in Wuhan aufgetaucht mit einer aggressiven Variante. Das heißt, das Wuhan-Virus, um Trump zu zitieren, ist schon eine Variante. Da war das Virus selber schon, also bei Menschen, ja, schon einmal um die Welt und hatte sich eben mutiert. Und das war die Gefährlichkeit, die dann in Wuhan auftauchte. Die chinesische Gesundheitsforschung war vorbereitet. Es gab eine schnelle Warnung, schon nach wenigen Toten. Die ersten, weiß ich nicht, ich habe es im Buch alles haarklein aufgeschrieben, über viele Seiten, die gesamte Chronologie. Am 31.12. gab es die erste Meldung. Da waren, glaube ich, 4 oder 5 Tote. Erste Meldung an die WHO. Dann haben die in Rekordzeit das Genom analysiert, das in 14 Tagen.
Das war, wenn ihr euch, könnt ihr nicht euch erinnern, sondern nur zur Information, Vergleich, SARS 2002, 2003, da ist die Genomsequenzierung vom führenden Institut in den USA gemacht worden. Das hat damals 4 Monate gedauert. Ne? So, daraufhin kam nach 14 Tagen eine offizielle Warnung für eine Pandemie an die WHO. 7 Tage später wurde in Wuhan an dem Institut für Virologie die Mensch-Tier-Übertragung nachgewiesen. Und wenige Tage später die Mensch-Mensch-Übertragbarkeit. Damit war sozusagen der GAU da. Die haben sofort die 16 Millionen in Hubei, in der Provinz, wo Wuhan drin liegt, sofort in Quarantäne gepackt. Die Warnung ging raus über die WHO-Website und über die GISAID-Website. Die WHO selber hat interessanterweise noch eine Zeit lang gewartet, weil, gut, also ein Virus, weltweiten Virusnotstand rufst du natürlich nicht so ohne weiteres aus. Das ist ja ganz klar, dass das eine Riesennummer ist. So, jetzt hat man Trump und diese ganzen Penner da, diese Idioten, haben dann der WHO die Vorwürfe gemacht und all so ein Quatsch, über den man gar nicht ernsthaft reden kann. Es geht weiter und ich komme jetzt schnell dann auch zum Ende dieses Themas mit dieser Folie. In China selber gab es eine enorme Mobilisierung der im Grunde genommen erstmal alle medizinischen und Pflegekräfte sowieso, aber dann eben auch von Millionen Freiwilligen, 8 Millionen Freiwillige. Und die Sheku, das weiß ich nicht, ob das euch ein Begriff ist, das sind die Wohngebietseinheiten, in denen sich die Leute organisieren, die auch teilweise Krankenversicherungssachen machen, Sozialversicherungssachen machen, also Wohngebietsorganisationen. Die haben eine enorme Mobilisierung von Menschen hingekriegt, ja, die freiwillig waren. Denn es war ja alles abgesperrt, die Leute durften ihre Wohnung nicht verlassen. Das heißt, innerhalb von einem Tag musste organisiert werden, dass morgens Getränke und Nahrungsmittel unten am Haus standen. Ja. Und ich war in Kontakt mit Studenten und Studentinnen von mir, weil ich ja seit 2015 in China auch immer wieder mal gelehrt habe und vorgetragen habe bei Konferenzen. So, und ich war natürlich hin und weg und habe den Löcher im Bauch gefragt und die erzählten mir ganz entspannt, ja, wir haben uns als Freiwillige gemeldet, nicht alle, aber die eine oder andere. Ich mache jetzt Folgendes, ich gehe morgens runter an das Hauseingang und habe Hochhaus, ne, Studentenwohnheim oder whatever, und habe hier meine 4 Etagen, die ich mit Lebensmitteln versorge. Ja, morgens 1,5 Stunden und abends 1,5 Stunden. Und ich erinnere dann die Leute eben daran auch, dass sie über ihre WeChat-App, was bei uns WhatsApp ist, ihre Fieberdaten hinschicken sollen, ne, eingeben sollen und losschicken sollen. Das war aber eine Ruhe, mit der diese E-Mails zurückkamen. Ich war hier mehr in Panik als die dort, ja, fand ich so. Ja. Und dann hinterher habe ich das auch so ein bisschen rekonstruiert, auch indem ich den Leuten Löcher in den Bauch frage und dann gelesen habe und selber mir das auch sozusagen zurecht erklärt habe. Die haben ja gearbeitet mit der Metapher, mit dem Bild vom langen Marsch. Ja? Also Maus, langer Marsch, 34, 35, ja, mit Millionen Leuten losmarschiert, die Rechten ständig hinter ihnen her und die Japaner und die Alliierten alle, wollten sie alle tot machen. Am Ende, ja, nach kreuz und quer durch die Wüsten und rauf und runter, waren es ein Haufen von 30.000 Überlebenden, die kaum noch Piep sagen konnten, ja, völlig erschöpft. Aber es hat dann sozusagen geklappt, weil die Bauern bis dahin von den Kuomintang so die Schnauze voll hatten und von den Japanern, dass sie massenhaft in die Volksbefreiungsarmee gelaufen sind. Ja. Und insofern hat die Regierung, die Partei, das mit dem langen Marsch gegen das Virus, ja, und mit dem Volkskampf, dem Bild vom Volkskampf gegen das Virus, die Leute enorm zusammengehalten. Also ich konnte mich erinnern, habe nochmal nachgelesen, also ich habe im Februar und März E-Mails gekriegt von den Studis da, die einfach sagen, wir schaffen das. Wir schaffen das. Zusammen schaffen wir das.
Da habe ich gesagt, holla, das ist aber sportlich, ne? Optimistisch. Ja? Den Optimismus hatte ich nicht. Der Punkt ist, ich habe inzwischen sehr viel nachgelesen über die Studien und Erhebungen zum sozialen Vertrauen in China. Und das ist tatsächlich etwas. Und das allgemeine soziale Vertrauen in China und das Vertrauen in die Regierung und in die Partei war in 2020, in der zweiten Jahreshälfte 2020, auf einem Höchststand. So hoch war das noch nie. Ja? Und ich komme gleich auch noch zur Glücksstudie, die von der französisch-amerikanischen Firma gemacht wurde, Ende letzten Jahres. Das hat was mit Neokonfuzianismus, Daoismus und der ganzen Philosophie im Hintergrund zu tun. Die WHO hat gesagt, alle bis hinauf zum Staatspräsidenten sind für uns Tag und Nacht ansprechbar. Ja, die verschiedenen Direktoren und Untersuchungsteams der WHO waren ja da und sie konnten jederzeit Tag und Nacht die Leute ansprechen, bis hinauf zum Staatspräsidenten. Dann, es wurden neueste Tests entwickelt, neueste Fieberthermometer entwickelt, hochelektronische Fieberthermometer, die jetzt bis 5 Stellen hinterm Komma das identifizieren können, neueste Beatmungsgeräte, die Apps und eben, was sehr wichtig war, neueste Therapieerfahrung. Denn das, was die Ärzte hier in Europa, Norditalien, Frankreich, in Spanien gesagt haben, wir haben überhaupt keine Erfahrung mit sowas. Wir wissen zwar, wie ein Beatmungsgerät anzuschließen ist, aber wir wissen nicht, wann uns derjenige sozusagen in die Knie geht und was müssen wir da tun? Kann man da noch was tun? Und da kamen die chinesischen Teams mit ihren neuesten Therapieerfahrungen. Und eine Geschichte fand ich auch sehr bemerkenswert, die Organisation des Ganzen mitten in der Epidemie, nämlich ich glaube Anfang März letzten Jahres, wurden die Schichten des Krankenhauspersonals von 8 auf 6 Stunden reduziert. Von 8 auf 6 Stunden reduziert, mitten in der größten Krise. Ja? Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und das hat nachweislich erhebliche Verbesserungen der Überlebensraten sowohl bei Patienten wie auch beim Personal gebracht. Ja? Das ist eine Lehre, die da jubeln wir natürlich als Linke, ja, sage ich mal. Aber bring das doch mal hier irgendwie in die Medien. Ja? Das würde ja, ne? Das ist ja, wird ja tabuisiert, sowas, ne? So eine Erfahrung. So, dann, was ich schon gesagt habe, Wuhan, Krankenhaus, die Stadt Wuhan haben tagesgenau, fast schon in Echtzeit, die WHO-Websites bedient und aktualisiert und die GISAID-Website. Dann kam, brauche ich jetzt nicht lange zu machen, die Hilfe hier für europäische Länder, wo dann also auch wahnsinnig, also schön auf den Paketen, auf diesen Riesendingern, die da kamen. Ich weiß das von Köln, da habe ich die Bilder gesehen, wo die Bürgermeisterin dann kam und Partnerstadt in China. Dann kam der Flieger und wurde dann da ausgepackt und so. Oder in Serbien, der serbische Präsident sagte, jetzt wissen wir, wer Solidarität zeigt und wer nicht. Ja, das war die Zeit, wo die EU alles dicht machte. Ja, Schengen AD und Zollunion AD, alle Grenzen waren dicht, nichts durfte exportiert werden zu den Partnern und so weiter und so weiter. Also Chaos in der EU damals. Und da half China und schickte eben auch Leute. Und auf diesen riesen Paketen, die da aus den Flugzeugen kamen, stand dann Spruch von Che Guevara drauf, ja, also wo ich dachte, hallo, jetzt pass mal auf, dass dir jetzt hier nicht ein Tränchen runterläuft, ne? Oder auf Italienisch, wir sind Pflanzen in einem Garten oder irgendwie sowas, ja, also schöne Sachen, wo man sagen kann, oh ja, ne, die Chinesen wollen sich wieder hier einschleimen, gut, aber so war's. So, ja, auch eben, wie gesagt, Städtepartnerschaften, Gewerkschaften zu Gewerkschaften haben bekommen. Ja? Also IG Metall zum Beispiel hat Lieferungen von der chinesischen Metallgewerkschaft bekommen, Firma zu Firma. Ich habe zum Beispiel von Kolleginnen, die fragten nur kurz an, braucht ihr Masken? Ich sage, naja, wir fangen jetzt hier gerade an, uns selber aus irgendwelchen Lappen Dinger zu nähen. Meine Frau hatte gerade so die ersten 3 Stück genäht, weil es gab ja nichts zu kaufen. Ich bin noch in meine Werkstatt gegangen, habe gesagt, ich habe da noch so einen Satz Masken damals vom Abschleifen von der Tür oder so. Ja, FFP1 waren das.
Und die sagt, ich schicke dir. Ja? Dann kam wirklich eine gute Woche später, waren hier, ich weiß nicht, 500 Masken, ne? FFP2-Masken. Nee, KN95 sind das, aber die sind ja auch medizinische Masken. So, das haben wir auch. Dann komme ich jetzt auch. Jetzt ist ja dann irgendwann mal wann ist denn das beschlossen worden? Irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 2020, ich glaube im Herbst, ist dann beschlossen worden auf der WHO-Generalversammlung, dass es einen umfassenden Bericht gibt, ne? Weil diese ganze Trump-Mafia da ja immer noch, also kriminell, ja, von China-Virus und Wuhan-Virus da gesalbert hat. Und dann wurde eben beschlossen, es stellen einen internationalen, umfassenden, objektiven Bericht. Ne? So, und dann sollten alle Länder Berichte abgeben. Und soweit ich weiß, liegt immer noch kein nationaler Bericht vor. China ist das einzige Land, das innerhalb von 2 Monaten dann seinen nationalen Bericht abgeliefert hat. Und jetzt ist die WHO-Delegation ja auch in China. Und man kann nur hoffen, wobei ich schreibe das ja auch in dem neuen Buch, ich lese jetzt schon überall aus den Thinktanks von Washington, dass die Leute sagen, das wird zu nichts führen, da wird nichts rauskommen, es wird keinen Report geben am Ende, den alle akzeptieren können. Ja, hallo. Ne? So kann ich natürlich vorbereiten, dass ich hinterher die Untersuchungsergebnisse nicht akzeptieren will. Ne? Also das ist schon clever und hinterhältig. So, in China, das sollte man vielleicht auch noch wissen, was also sofort gemacht wurde wirtschaftlich, ist Verbot von Kündigungen, keinerlei Lohnreduktion, die Löhne mussten fortgezahlt werden, Mietverträge durften nicht gekündigt werden, Versicherungsverträge durften nicht gekündigt werden und so weiter. Jedenfalls nicht aus dem Grund Corona. Ne? Also es durfte im Grunde genommen, war das alles unkündbar. Deshalb, ja, kann man jetzt, sage ich jetzt mal als Ökonom, ist es natürlich gar nicht verwunderlich, dass die so einen schnellen Neustart hingekriegt haben, weil du brauchst dich im Wirtschaftskreislauf überhaupt nicht um die eine Seite zu kümmern. Ja? Die Leute hatten keine Einkommenseinbußen, die hatten ihre soziale Sicherheit, die haben alles ist fortgelaufen, ja, dass die dann sofort anfingen zu konsumieren, ja, und das nachzuholen und sofort ein ziemlicher Konsumboom war in der zweiten Jahreshälfte und nachträglich auch zu investieren natürlich, was dann dazu führte, dass sogar in diesem Krisenjahr China noch mit 2% gewachsen ist. Das ist klar. Ein ehemaliger Doktorand von mir, der hier in Bremen promoviert hat vor 2 Jahren, ist hoch in der Wirtschaftsförderung in der Stadt Shanghai. Ja? Und ich sage, wie macht ihr das denn? Ne? Und jetzt dieses ganze Reset und so. Und dann sagt er, ja, wir brauchen uns ja um die Nachfrageseite der Volkswirtschaft gar nicht zu kümmern. Ja? Wir haben einen Schwerpunkt und der ist jetzt sicherzustellen, dass die kleinen und mittleren Unternehmen wieder liquidisiert werden, dass die Geld kriegen, in die Hand kriegen, ne? Damit sie wieder anfangen können. Das ist aber ein relativ begrenztes Thema, wenn du die Nachfrage schnell wieder auf 100 hast. Ja. Und es war ja auch so, dass die Banken, das habe ich jetzt ganz vergessen zu schreiben, dass die Banken ja auch verpflichtet waren, keinerlei Verträge, keinerlei Kredite zu kündigen. Ne. Und insofern haben die ganze wirtschaftspolitische Seite ist da in China sehr viel einfacher, dass die wieder auf die Beine kamen und schnell wieder wachsen konnten, wenn man das jetzt so überhaupt als gemessen an dem, was ich vorhin gesagt habe, als wichtigen Indikator ansieht. Aber auf jeden Fall sind sie im Laufe des Jahres 2020 wieder auf die 100% mehr oder weniger gekommen, etwas drüber sogar, mit Gesamtjahreswachstum von über 2%. So, und dann eben noch, was ich noch ergänzen wollte, ein Satz, ich lese ja McKinsey, ich bin ja inzwischen ein Fan von McKinsey. McKinsey ist mit einem riesen Apparat in China vertreten und bereitet alles, was in China läuft, für die westlichen Konzerne auf. Ne? Ja, du kannst das natürlich für $5.000 dann die detaillierten Studien da kaufen, wenn du Siemens bist. Aber du kannst eben als Normalverbraucher wie ich, kannst du dich in die
in die Kurzfassung der Studien kostenlos reinbringen. Ne? Musste ich da anmelden und ich bin da drin und kriege dann auch mal nett eine E-Mail. Und das ist atemberaubend, was die alles rauskriegen jetzt über China, Konsum und Investitionen und wie es da abgeht und so weiter. Also alles fantastische Hintergrundinformationen. Und die sagen auch ganz klar, die Banken waren verpflichtet, auf ihre eigenen Profitkosten sozusagen nichts zu kündigen, ja, und die Leute weiter bei Liquidität zu halten, die kleinen und mittleren Unternehmen. Ja. Und es ist ganz klar, das ist dann immer wieder betont worden von McKinsey, im internationalen Vergleich der Profitraten sind die Renditen der chinesischen Banken dauerhaft niedriger. Ja, und übrigens auch der normalen Industriekonzerne. Ja. Das findet McKinsey jetzt natürlich gar nicht gut, aber zumindest erklären sie mir und uns allen, warum das so ist. Ja. Weil die wirklich Anweisungen gekriegt haben, hier wird nichts gekündigt, hier wird nicht Gewinn maximiert, nichts da. Ihr habt gefälligst dafür zu sorgen, dass die Leute bei Geld bleiben, ja, und dass die Leute schnellstmöglich wieder auf die Beine kommen, die kleinen und mittleren Unternehmen und die ganzen kleinen jungen Entrepreneure. So, und jetzt die letzte Provokation. Zu Vertrauensdaten hatte ich schon was gesagt. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, das nachlesen in meinem Buch sowieso. Ich habe das alles flächendeckend aufbereitet. Es gibt Vertrauensstatistiken, weil man weiß, dass soziales Vertrauen, allgemeines Vertrauen, Antwort auf die Frage, glaubst du, du kannst dem Nächsten, den du zufällig begegnest, vertrauen, ja oder nein? Glaubst du, du kannst nach Einbruch der Dunkelheit in deinem Wohngebiet ohne Sorge spazieren gehen, ja oder nein? Ja, sowas wird von der Weltbank seit 30 Jahren flächendeckend in weit über 100 Ländern repräsentativ erhoben. Ja, also wir haben und wir wissen, dass Vertrauensdaten, dieses allgemeine Vertrauen, hochgradig korreliert mit einer guten Wirtschaftsentwicklung. Ne? So, das ist alles klar. Ich habe selber eine ganze Reihe von Veröffentlichungen zu Vertrauen gemacht. So, und jetzt kommt, und das macht in den USA regelmäßig die University of Stanford zusammen mit der University of California in San Diego. Und im Osten macht's Harvard zusammen mit der Boston University. So, das kann man alles im Netz nachlesen. Und jetzt gibt es die Marktforschungsfirma Ipsos, die eigentlich ihr Headquarter in Paris hat, die aber auch in Washington und in Chicago ansässig ist. Und die hat im Ende letzten Jahres, November, eine weitere, und die macht internationale Glücksbefragungen. Ja? Und die hat die letzte Glücksbefragung letztes Jahr gemacht. Und da gibt es auch immer so ein Länderranking, ja, immer die Frage, fühlen Sie sich ziemlich glücklich oder sehr glücklich und diese beiden obersten Kategorien oder nicht oder gar nicht oder furchtbar und so. Also 5 Kategorien und die beiden obersten Kategorien tun Sie in einen Indikator zusammen und sagen, wer da die meisten Ja-Antworten hat, bei 27 Ländern machen Sie das, ja, der ist dann eben auf Platz 1. Und wer ist auf Platz 1 im Jahr 2020, also zweite Hälfte 2020, was für mich im Nachhinein jetzt auch gar kein Wunder ist? China. Ne? Also China könnte man jetzt provokativ sagen, das glücklichste Land 2020. Aber das ist natürlich dieser Corona-Effekt. Die Leute sind ja dermaßen froh, dass sie den Schock hinter sich haben, ja, dass sie es geschafft haben und auch irgendwie stolz, ja. Dazu muss man jetzt erstmal wissen, was in China selbst offiziell gesagt wird. Also es wird nicht gesagt, wir sind im Sozialismus oder im Kommunismus und alles ist easy, ne? Sondern wir sind in den ersten Schritten, ja, in einem Frühstadium des Sozialismus. So, dann sage ich sofort ja, aber natürlich nicht im herkömmlichen Sinne. Wenn wir europazentriert denken, dann ist ja ein Frühstadium von Sozialismus in dem Sinne gar nicht möglich. Dann haben wir nämlich eine Revolution, ja, eine Oktoberrevolution haben wir. Dann haben wir die politische Herrschaft sozusagen der Arbeiterklasse ideal gesagt und dann gibt es Top-Down und dann gibt es Anweisungen und 5-Jahrespläne. Ja, das ist alles so nicht der Fall. Ne?
Es gibt ein neuartiges Verhältnis von Staat und seinen Märkten. Also es sagt ja keiner, dass sie nicht Marktwirtschaft im Sinne von Märkten haben. Ja? Und der Deng war ja durchaus einer, der sein Lenin und die NÖP, Neue Ökonomische Politik, und das alles gelesen hatte. Ja? Und war jahrzehntelang schon Wirtschaftsexperte, als er dann 77 rankam und 78 die Veränderung vornahm. Eher nicht, sondern dass die Partei oder Regierung oder eine Mehrheit sich das dann durchgesetzt hat. Es ist ein neuer Umgang mit der Frage Produktivkraftentwicklung versus Produktionsverhältnisse. Ja? Produktionsverhältnisse, was wäre das? Gut, du hast eine staatliche Rahmenplanung, du hast eine Dominanz der Politik gegenüber Wirtschaft, ganz klar. Wir haben das jetzt aktuell ja nochmal in dem Fall Jack Ma gesehen. Du hast eine Produktivkraftentwicklung, die explosionsartig, hochgradig dynamisch, ja, und was komplett neu ist an dieser Art von Sozialismus, und ich würde auch sagen, dieser Begriff der sozialistischen Marktwirtschaft ist für mich eine falsche Übersetzung. Ja, das ist, kann niemals gemeint worden sein, dass China als Systemcharakterisierung eine Marktwirtschaft ist, selbst wenn du sozialistisch davor schaust. Nein, falsch. Habe ich aber alles in dem Buch lang und breit durchdekliniert. Es ist die Dominanz der Produktivkraftentwicklung bei Dominanz sozusagen der Rahmenbedingungen sozialistischer Produktionsverhältnisse. Nicht in den Konzernen, in den Privatkonzernen nicht und nicht bei den Millionen neuen kleinen Entrepreneurs, bei den kleinen Unternehmern, die jetzt gefördert werden und wo die Banken auch sicherstellen, dass die nicht sofort vom Großkapital aufgekauft und geschluckt werden und so weiter. Ne? So. Was eben mit China, anders als mit der Sowjetunion, nicht mehr gemacht werden kann, ist, dass China niederkonkurriert werden kann in finanzieller Hinsicht. Der klassische europäische Sozialismus war ein realökonomisches System. Ja? Das hatte keine Instrumente, um einen Geldkapitalüberschuss zu produzieren. Ja? Das chinesische System ist in der Lage, einen Geldkapitalüberschuss zu produzieren. Es hat ein ausgeklügeltes Zentralbank- und Bankensystem, staatliche Banken und riesigen privaten, jetzt neuerdings seit 2017 auch stark regulierten, aber durchaus frei sich bewegenden P2P-Kreditsektor. Ne? Jetzt haben sie den Jack Ma neulich sich vor die Brust genommen, weil der ein paar kleinere Schweinereien da gemacht hatte mit seiner Ant Group. Da kann ich noch drauf eingehen, wenn noch Zeit sein sollte. So, ein dynamisches Regulierungsverhältnis, flexibles, aber dynamisches Regulierungsverhältnis, wo der Staat alle Ebenen, Kommunen, Provinzen, Zentralregierung, parallel lernen zu dem, was der Markt macht, ja, oder in den Märkten gemacht wird oder was sie in den Märkten machen lassen. Das beobachten sie, da lernen sie mit. Damit wird erstmal eine massive Produktivkraftentwicklung getriggert. Ja. Es wird ein Überschuss an Geldkapital erwirtschaftet, mit dem man China nicht mehr tot konkurrieren kann. Man kann China nicht mehr tot rüsten, das geht auch nicht mehr und so weiter. So, als wäre China als Gesamtsystem kapitalistisch, dann wäre es ein Scheißkapitalismus, ein miserabler Kapitalismus, ein schlechter Kapitalismus. Ja? McKinsey, lang und breit in Studien, chinesische Kapitalrendite ist dauerhaft unter der globalen Durchschnittsrendite, was McKinsey durchaus bedauert, ja? Weil das ist ja nicht so gut für die Anführungszeichen Investoren an der Wall Street. Der Grund dafür ist, dass das Privatkapital auf vielfältige Weise zur nationalen Entwicklung herangezogen wird. Ja? Das heißt, Jack Ma muss die ganze Infrastruktur aus seinen Gewinnen finanzieren, die Infrastruktur für WLAN, für Aufladestellen, für Handys, die du überall hast, für die Tankstellen, für die E-Mobile. Ne? Also das heißt, aus der Kapitalrendite sind die verpflichtet, an der öffentlichen Entwicklung, Infrastruktur teilzunehmen, ne? Also die mitzufinanzieren. So, es gibt nach wie vor kein Privateigentum an Grund und Boden, obwohl sie in ländlichen Bereichen da durchaus auch Privatisierung im Sinne von Vergenossenschaftlichung weiter ausbauen, ja, oder Dorfkollektive.
Es gibt vielfältige Landnutzungsformen. Ja, du kannst, also im Prinzip hast du aber nur Pacht. Ja, Pachtstrukturen für Wohnung, Pachtstrukturen für Wohnungsbau, Pachtstrukturen für, also Zeiträume für gewerbliche Nutzung und. Oft aber auch, und gerade auf dem Land, auch informelle Formen, die einfach laufen. Ja, die laufen. Da hast du kein formales Nutzungs, also du hast ein Nutzungsrecht aufgrund von Praxis, ja, von Vergangenheit. Du hast es immer genutzt, darfst es weiter nutzen. Aber du hast kein Papier in deinem Ordner, wo du sagen kannst, das gehört mir oder so. Ne? Auch bei den Unternehmensformen eben sehr viele Kollektivformen, informelle Kollektivformen, genossenschaftliche Formen, eine enorm verbreitete Sharing-Ökonomie. Vom Computer bis zum Auto, das noch, wo die Regierung ja auch sagt, liebe Leute, genießt eure Verbrenner jetzt noch ein letztes Mal. Ihr seid die letzte Generation, die noch Verbrenner fahren dürfen. Und E ist ja auch irgendwie, fördern wir nicht mehr, das ist ja auch auslaufendes Modell. Also es wird irgendwie alles ganz anders. Ja? Da ist vielleicht das... Ein dummes E-Auto dann eine Batterie braucht, um bis auf die Hauptstraße zu kommen. Die Hauptstraße oder die Autobahn dann ist dann eine Solarplattenautobahn, wo du durch Induktion sozusagen vorangezogen wirst. Sowas, ne? Läuft ja da alles schon. Das ist ja alles Wahnsinn. Also wenn man, wo man hin reinsticht, Ideen mit einer Geschwindigkeit experimentieren und verändern, dass einem wirklich echt der Atem wegbleibt. Sharing-Ökonomie. So, dann die Rückverteilung nach unten. Also dieser berühmte Gini-Koeffizient, der mal eine relativ hohe Ungleichverteilung der Einkommen, persönlichen Einkommen, also Person zu Person aufgelistet, gezeigt hat, ich weiß nicht, wer den Gini-Koeffizient kennt, ist egal, jedenfalls 0,49 hatten sie 2009 und das war relativ. Das zeigt eine sehr ungleiche Einkommensverteilung an. Das ist jetzt inzwischen bei 0,4544 und ich habe noch vor anderthalb Jahren den Chefökonomen da gehört, Yifu Lin, der gesagt hat, so, wir haben ein klares Ziel, was die Einkommensverteilung betrifft. Wir wollen die Einkommensverteilung um ein Drittel, den Gini-Koeffizienten um ein Drittel runterbringen. Das würde bedeuten bei 0,32 war Schweden in den 50er Jahren oder 60er Jahren. Ja? Da haben wir gesagt, boah, gleiche Gesellschaft und wunderbar. Ne? Also so geht das da ab. Und ich habe mein Leben lang, ich bin seit 60 Jahren, 55 Jahren Ökonom, ja, und habe noch nie gehört, dass ein Land sagt, wir packen den Gini-Koeffizienten ein, weil das ist eine hochaggregierte Geschichte, da sind Milliarden von Prozessen dahinter, bis der eine bestimmte Zahl annimmt, ja. Jetzt sagst du, das Ding, das hochaggregierte Ding, will ich jetzt zu meiner Zielgröße machen, das bedeutet, du musst in die tiefen Strukturen reingehen und Milliarden von Prozessen verändern, damit du das runterbekommst. Ne? So, aber das geschieht eben auf viele Weisen. Einmal Armutsbeseitigung, ja, von unten her wird die Einkommensverteilung gleich. Es gibt keine Armen mehr, nach internationalen Standards sind die sowieso weg. China hat aber eine höhere Armutskriterium, Armutsgrenze, $3,50. Weltbank hat $1,90. Also ein härteres Kriterium und selbst danach sind jetzt die Armen weg. Die Lohnsteigerungen sind ja immer noch 8-12% roundabout pro Jahr gewesen, also viele Jahre jetzt. Dann haben sie 2020 eine riesige Steuerreform mit Wahnsinnentlastung, ein Drittel mehr im Netto jetzt für kleine und mittlere Einkommen, bis zu 40%. Und von oben her kommt jetzt sozusagen der Druck auf die Reichsten. Ja? Da gibt es diese Forbes-Liste, die chinesische Forbes-Liste heißt Hurun-Liste. Ja? Bist du da drin als einer der reichsten Chinesen, als Milliardär, Multimillionär oder so, dann wirst du vorgeladen. Dann musst du zeigen, dass du dein Geld nicht mit Korruption oder nicht auf illegale Weise erzielt hast. Ja. Das fing alles 2012 mit Xi und Li an, also Staatspräsident, Ministerpräsident. Und danach gab es ja auch den Exodus von Multimillionären und Milliardären nach Hongkong. Die meisten von denen sind ja inzwischen entweder in Singapur oder in London oder
in New York an der Wall Street. So, jetzt staatliche Unternehmen, State-Owned Enterprises, SOE, staatlicher Produktionsanteil, ist quantitativ deutlich kleiner geworden. Statistiken bringe ich auch alle in den Büchern, könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt. Aber qualitativ eben bedeutsamer. Du hast eben keine staatlichen Unternehmen mehr, die irgendwie da vor sich hin dümpeln, verkappte Bürokratien sind, nicht wissen, was sie tun sollen, ineffektiv sind, sind alle hocheffektiv. Ja? Hocheffektiv und immer sozusagen die Antreiber in ihrer jeweiligen Branche oder in ihrem jeweiligen Teilmarkt, weil sie natürlich auch jede Menge von SOE privatisiert haben oder haben pleite gehen lassen. Das heißt, das Damoklesschwert, wenn ihr diese Rolle der staatlichen Peitsche, der Weiterentwicklung nicht ausführt, dann seid ihr auch weg vom Fenster. Ne? Lassen wir euch auch pleite gehen oder privatisieren euch. Dann kaufen euch halt Private. Ne? So, qualitativ vorantreibende Funktion der jetzt ungefähr noch 20% staatlichen Unternehmen, ja, aber ungefähr 30% der Beschäftigten noch. Ne? So, die staatlichen Banken finanzieren, ich hatte das Unternehmertum, Gründertum, also Entrepreneurship, sagt man da neudeutsch dazu, millionenfach unglaubliches Entrepreneurtum. Ich weiß nicht, ob ihr den Film am Fernsehen gesehen habt, vor zwei Jahren, ein Schweizer Filmemacher war ein paar Monate in China und hat da 5, 6 Fälle begleitet von jungen Unternehmern und wie die das machen und wie informell das auch ist und wie sie auch mit Mangel umgehen, wenn da was fehlt oder da nicht kommt oder so, wie sie ans Geld kommen und so weiter. Also die staatlichen Banken sind, das ist jetzt nochmal in der Corona-Krise nochmal deutlich geworden, nach der Corona-Krise, sind gezwungen, eine niedrigere Profitrate zu erwirtschaften, weil sie eben Gründer auch schützen müssen vor dem Zugriff des Großkapitals. Ne? So, letzte Folie. Ich habe lang und breit in dem Buch auch über die sogenannte agile Industriepolitik geschrieben. Das ist also alles hochgradig spannend, wie die das machen. Beispiel E-Mobilität. Ne? Das setzt eben auf den Mechanismus, habe ich den hier? Nee, da noch nicht. Laufen lassen. Gucken, lernen und ab irgendeinem Punkt zu sagen, so, jetzt Standard. Ne? Also bei E-Mobilität war das zum Beispiel so, du hast die 12, 13 großen Autokonzerne, die alle mehr oder weniger mit westlichen Autokonzernen Joint Ventures machen und gemeinsame Fabriken. Das wird ja jetzt auch alles aufgelöst. Ne? Also der Zwang zum Teilen des Wissens ist jetzt mehr oder weniger vorbei. In der Automobilindustrie ist das letztes Jahr schon vorbei gewesen. Deswegen ist Tesla auch direkt reingegangen. BMW hat 1 Milliarde da investiert und so weiter. Aber es gab dann eben sozusagen unterhalb der Schwelle gab es diesen ganzen Bereich zwischen dem Elektrofahrrad und dem Elektroauto, ja, dazwischen. Und das sind eben nicht nur die kleinen Scooter, das sind Einsitzer, das sind dreirädrige Autos, das sind kleine vierrädrige Autos, ein- oder zweisitzig. Und die durften jetzt jahrelang, wurden die von Hunderten von kleinen und mittleren Unternehmen entwickelt, hatten keine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr, die sind auf privaten Firmengeländen bis hin zum Sportplatz und bis hin zum Golfplatz meinetwegen gefahren. Ja, also hatten viele Möglichkeiten, das auszuwerten und zu entwickeln. Und dann, als ich letztes Mal da war, also letztes Mal normal im Sommer bei meinem letzten Kurs, den ich gemacht habe, ging durch die Medien dort, dass sich die Konzerne, die Autokonzerne, sich bei der Regierung beschwert haben, gesagt haben, die Kleinen, guck mal hier, hunderte von Kleinen und die klauen alle unsere Patente. Und die nehmen uns Batterietechnik und was weiß ich, was da noch alles sozusagen an Elektrik und Elektronik da ist. Es ist alles unsere Patent. Wir haben das empfunden, die entwickeln das weiter und wenden das jetzt an, ohne uns zu bezahlen. So, und das war die Lachnummer in dem Sommer, wo ich da war, wurde mir sofort erzählt. Und wenn sowas gerade rumgeht, dann kriegst du das von jedem Zweiten erzählt. Ne? Dann habe ich das 5-mal gehört in 2 Wochen, dass die chinesische Regierung gesagt hat, das ist nicht unser Problem. Wenn ihr meint, dass die euch was klauen, dann setzt euch mit denen zusammen.
und redet darüber, wie die euch dafür bezahlen. Ja? Also Patente haben keinen großen Schutz. Du kannst ein Patent, was du hast, kannst du in China nicht einfach wegschließen und deinem Investor sagen, guck mal, ich habe in meinem Safe hier all dieses Wissen, diese Patente, ja, und bin jetzt hier der Monopolist und schließe das weg, damit da keiner rankommt und so. Die zeitlich befristet und du hast einen Konzessionszwang. Ne? Ja. Und dann kam die große Antwort über die Medien, Antwort der chinesischen Regierung, Informationen müssen fließen. Ja? Und bei sowas hauen sich dann die Chinesen auf die Schenkel und freuen sich zu Tode. Ne? So, westliche Unternehmen beklagen das durchaus. Ja? Also den Zwang, wie Sascha vorhin gesagt hat, natürlich den Zwang zum Joint Venture, der jetzt fast weitgehend aufgelöst ist durch die neuen Öffnungen. Aber eben auch beklagen natürlich, dass sie, ich sag mal, ungefähr 30-35% ihrer Lohnsumme als Sozialleistung abdrücken müssen. Ja? Das finde ich gar nicht gut. Ne? Und die hohen Lohnsteigerungen. Ja? Und dann noch der Einfluss der Betriebsgruppen und der Parteigruppen in den Betrieben. Darüber beklagen sich westliche Unternehmensvertreter massiv. Es ist klar, wir sehen den Exodus von Billigproduktion aus China raus. Ne? Ja, das geht nach Bangladesch oder das geht nach Südkorea geht es nicht, aber nach Vietnam im Zweifel, Laos, Kambodscha, nach Indien natürlich hauptsächlich. Indien ist ja das absolute Gegenstück zu China und bietet sich ja da jetzt an für jede Sauerei und geht innerlich sowieso, geht ja auch in die Knie. Das ist ja eine einzige humanitäre Katastrophe, dieses Indien jetzt. Und ich habe da auch über Bevölkerungsentwicklung geschrieben, die werden auch in den nächsten 2 Jahren das größte Land sein und werden irgendwann mal 2060 1,8 Milliarden Menschen haben. Also da wird nichts reguliert, ne? Gar nichts. So, westliche Unternehmen beklagen sich über die Politisierung. Dann ist die Korruption vom Kern des realen Kapitalismus drastisch reduziert worden. Ja, das ist mit 2020 dann losgegangen und dann kommt eben daraufhin, das habe ich auch 100-mal erzählt bekommen von Leuten, ob ich gefragt habe oder nicht. Übrigens, ja, also die Korruption, 30 Jahre lang haben die uns erzählt, dass Korruption bekämpft wird, nie haben wir was gemerkt. Aber jetzt, ja, so, jetzt in den 2010er Jahren, jetzt merken wir endlich was. Und da freuen sie sich drüber, natürlich auch richtig. So, und Ansehen, damit steigt das Ansehen der Regierung. Ich habe das vorhin schon gesagt, hier die Vertrauensstudien und die Glücksstudien. Die chinesischen Kapitalisten haben keine Chance, ihre ökonomische und Finanzmacht in politische Macht umzusetzen. Es gibt eine erhebliche soziale Mobilisierung an der lokalen Basis. Sheku, die Rolle der Sheku in der Corona-Krise. Ich weiß nicht, im Fernsehen habe ich da neulich mal vor ein paar Wochen, sind ja noch mal ein paar hundert Infektionen gewesen. Und da zeigte die Dame, die ja auch gerne, weiß ich nicht, in welchem Sender die da ist, egal, meine Frau rief mich und sagt, guck mal hier, da ist die wieder. Und die zeigte dann ironisch, guck mal hier, rufen die Shekus über Lautsprecher auf, Wohnblock 7 und 8, jetzt bitte zum Fiebermessen kommen oder irgendwas, ne? Also nicht Fiebermessen, sondern testen oder so. Soziale Mobilisierung. Dann ist interessant, dass die irrationale, also das, was die Chinesen jetzt seit ein paar Jahren als irrationale Investitionen bezeichnen, dass das im Ausland jetzt zurückgefahren wird. Ja? Also chinesische Unternehmer müssen raus aus so Bereichen wie Fußballclubs, Kinoketten, Hollywoodstudios, Zeitungen, ja, alles raus, weil das ist eine Investition, die sie nicht wollen, die eher politisch brisant ist. An der Front wollen sie sich auch nicht verkämpfen, sondern wir gucken nach dem Motto, wir gucken nach Auslandsinvestitionen, wo wir Win-Win haben, wo Technologie und reale Produktion mit verbunden ist. So. Dann habe ich noch
Ja, einen kleinen Aspekt, also wen das interessiert, also es ist in den letzten Jahren, hat mehrere Reformen im Bildungsbereich gegeben. Ich finde das mit dem Konkurrenzsystem und auch dem finanziellen Aspekt von Schulen und höherer Bildung immer noch verheerend. Aber was die Universitätsbildung, die Hochschulbildung betrifft, da tut sich einiges. Da tut sich nämlich zum Beispiel, dass sie wegkommen von dem amerikanischen Bewertungssystem, das Ranking, ja, wo du nur dann deine nächste höhere Stelle bekommst und Professor wirst, wenn du möglichst in den Top-Journals in den USA publiziert hast, ja, wo ich denen seit 5 Jahren sage, seid ihr bekloppt? Wie könnt ihr euch denn so sozusagen an dieses perverse Bewertungssystem und Rankingsystem der USA ranhängen? Und da hat sich jetzt eine Reform getan letztes Jahr. Und da wird jetzt praktische Verwertbarkeit, Kooperation mit gesellschaftlichen Akteuren und so weiter, kommt jetzt massiv rein in die Rankings der einzelnen Wissenschaftler, der Fachbereiche und der Universitäten. Und eben, was auch relativ neu ist, marxistische politische Ökonomie gab es früher auch schon irgendwie an den Unis, wurde dann vernachlässigt und durfte ersetzt werden durch einen Monat Praktikum in der Army oder sowas. Alles weg. Heute muss jeder Student, egal ob du Anthropologie studierst oder Wirtschaftswissenschaften oder Maschinenbau, du musst in den ersten 2 Semestern deine 4 Kurse marxistische politische Ökonomie haben. So, wer das gut findet, findet das gut. Also ich finde zumindest, dass es ein Indikator für auf dem Weg zum Sozialismus ist. Und dann schließlich demokratische Willensbildung, Diskussionen, sozialen Medien und so weiter. Die Story habe ich erzählt. So, das wäre es jetzt an Input und Provokationen und Gedanken, lockeren Gedanken von mir. Ich gucke mal eben, ich hatte noch diese andere Folie, Einkommensverteilung, Milliardäre und hier Staat, Kollektivformen und System. Hier gibt es noch eine Folie, wo ich jetzt hier, das habe ich schon gesagt, neues Produktionsverhältnis, Produktivkräfte, neues Verhältnis, Deng Xiaoping und Lenins NÖP. Ja, das ist noch ein wichtiger Aspekt. Die 5-Jahrespläne, das ist eben auch sozusagen die Neuartigkeit des Weges, den die Chinesen gehen. Ja. Was wir vom Sozialismus kennen, 5-Jahrespläne, Peng, top-down, statisch, erfüllen, ja, und dann am Ende feststellen, oh, scheiße, nur zu 80% erfüllt, ja, weil keiner richtig motiviert ist. Die 5-Jahrespläne in China sind inzwischen keine statischen Dinger mehr, keine Bibel mehr, sondern das sind Mobilisierer. Ja. Du hast in den 5-Jahresplänen hast du die großen Ideen, die dann zunehmend konkretisiert werden. Und das wird immer im Dreierschritt konkretisiert. Du hast sozusagen von Parteitag zu Parteitag alle 5 Jahre die Konkretisierung. Also Made in China 2025 ist jetzt gerade im Nationalen Volkskongress nochmal massiv, im neuesten 14. 5-Jahresplan nochmal massiv fortgeschrieben worden und gepusht worden. Du hast dann sozusagen nach dem Parteikongress findet dann immer im Frühling der Nationale Volkskongress statt, der das weiter pusht, der das weiter konkretisiert. Und vor dem Nationalen Volkskongress, also zwischen Partei und nationalem Parlament, hast du noch dieses seit ein paar Jahren den Volkskongress, den Kongress der Vertreter der gesellschaftlichen Gruppen oder so ähnlich. Der ist dann im Februar und der Nationale Volkskongress normalerweise im März. Letztes Jahr wegen Corona ist er in den Mai verschoben worden. Ihr erinnert euch vielleicht. Und jetzt zum Beispiel 14. Jahr, 5-Jahresplan 21 bis 25, diese Idee vom dualen Kreislauf, Made in China 2025, das, was ja die USA als besondere Gefährdung ihrer nationalen Sicherheit empfinden, also lachhaft, ökologisches Wachstum, Lebensqualität, Glück. Du hast große Ideen sozusagen, die Leute mobilisieren sollen da drin. Ne? So, agile Industriepolitik hatte ich, Eigentumsformen, Unternehmensformen, informelle Nutzungsrechte statt formeller Property Rights, Vertrauen, Sharing, Intellectual Property Rights, also Patente, IT-Patente und sowas,
habe ich auch alles. Ja, so, dann wäre es das.